Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. In der letzten Folge haben wir den Grenzwald betreten und abgeschlossen. Jetzt sind wir in Kielbrück, wo wir hier Sids Speer ausmachen wollen. Ich weiß immer noch nicht genau, warum wir noch mal hier sind. Ich wünschte, Sid wird uns das noch mal irgendwann erklären, aber gut, wir sind hier. Lass mal hier gucken, ne? Ich glaube, das hat man schon, ne? Gut. Und ja, wir gehen jetzt mal hier rein, ne? Gehen wir hier rein, mein Junge. Wir gehen hier rein, ne? Okay. Du hast eine Potion verloren. Nein. Okay. Kann ich noch mal kurz so ansprechen, dass die Ladebildschirm, die Ladezeiten in diesem Spiel irgendwie vollkommen nicht existent sind, ne? Also ich bin im Hauptmenü und nein, da wollte ich nicht. Ich bin im Hauptmenü und lade den Spielstand und ich bin sofort drin im Spiel. So mindestens 2 Sekunden hat das gedauert, ne? Wenn du Final Fantasy 15 gestartet hast, dann musst du erst irgendwie so eine Minute warten, bis die ganze Welt irgendwie geladen ist, ne? Jemand muss hier doch sein, oder? Ja, das ist schon ganz schön krass, ne? Was ist das hier? Das ist hier nicht hier so ein Teleporting? Oh, ich kann ja nur diese Babysprünge machen. Da hinten ist jemand. So, man konnte irgendwie da oben auch runter, ne? Also, das ist schon krass, wie schnell das geht, ne? Und irgendwie scheint sich die PlayStation 5 auch irgendwie so zu merken. Also man kann sich jetzt irgendwie entscheiden, das Spiel zu spielen, oder man kann irgendwie Spiel fortsetzen machen, ne? Also bevor man überhaupt das Spiel startet, ne? Und gerade sieht so komisch aus. Da kann man da hoch oder was? Und ja, wenn man aufs Spiel fortsetzen geht, dann kommt man genau da zurück, wo man irgendwie war, wenn man irgendwie das Spiel beendet. Naja, also wenn man das gesamte Spiel hier beendet. Das ist schon irgendwie krass, ne? Das ist die Macht der nächsten Generationen von Videospielen. Bist du Sid? Ja, ne? Okay. Hier suche ich. Wenn wir uns aufteilen, finden wir ihn schneller. Alles klar. Machen wir, könnten wir hier einen komplett leeren Ort oder ein Spiel. Sollte er nicht irgendwo hier auf uns warten oder so, anstatt hier irgendwie. Weil nicht dieses verlassene Ding jetzt sein. Ich habe gerade irgendwo Items gesehen, aber ich habe schon wieder. Das klingt wie ein Kind. Okay. Na gut, dann gehe ich da hin. Ich will mich hier noch ein bisschen umschauen, ne? Wer weiß, was ich hier finde. Was los? Keine Sorge. Ich gehöre nicht zu denen. Ist das eine Falle? Mein Freund und ich, wir sind kaiserliche Soldaten und wollen helfen. Weißt du, wo deine Eltern sind? In der Kirche. Dann werde ich sie finden und dafür sorgen, dass sie in Sicherheit sind. Du bleibst hier in deinem Versteck, ja? Keine Sorge. Ich werde ihre Köpfe bringen, um es dir zu beweisen. Gebracht und alles klar. Bitte. Okay. So, wow, ist die Karte ja gerade größer geworden oder bin ich mir rein? Warte. Kann ich meinen Hund irgendwie Befehle geben? Nee. Das ist was. Schwarzbrot, Käsebrot. Hm. Okay, ich nehme an, das ist wichtig, dass ich das herausgefunden habe. Kommt mir irgendwie so vor, als könnte das hier irgendwie eine neue Basis oder irgendwie sowas sein. Ne? Irgendwie so gleiche Layout, finde ich.
So. So, darf ich übrigens mal ganz kurz, wo guckt man das Bildschirm Ehrlichkeit, so ein ganz kleinen Tacken. Weil ich spiele jetzt ja hier, ich konzentriere mich hier die ganze Zeit auf meinen PC, ne? Weil ich spiele jetzt hier irgendwie auf meinem PC anstatt auf, also auf dem Bildschirm, ich spiele auf dem Bildschirm meines PCs anstatt auf meinem Fernseh-PC, ne? Damit ich nicht immer so blöd hier nach rechts gucken kann und so, ne? Weil ich ja jetzt ein neues Aufnahmeding habe seit einer langen Zeit. Und da hängt 0 Sekunden hinterher. Das zeigt gleich wie mit meinem Fernseher, ne? Deswegen kann ich eigentlich auch auf meinem PC ausspielen, ne? Und irgendwie ist auf meinem PC das Bild ein ganz klein wenig dunkler als auf meinem Fernseher. Oder ich nehme an, mein Fernseher ist einfach nur heller als das aktuelle Bild. Weil ich finde, das, was ich jetzt hier auf meinem PC sehe, ist ehrlich gesagt so ein bisschen realistischer, so von der Helligkeit, aber mein Fernseher ist irgendwie heller. Da sind einfach irgendwelche Sachen besser zu sehen. Wo bin ich? Bin ich ganz blöd? Habe ich dich gerade irgendwie noch einen Gegenstand gesehen? Anscheinend nicht. Na, gehen wir zur Kirche. Und ich weiß doch nicht, ne? Kann ja sein, dass ich irgendwie was Cooles finde oder so, ne? Muss ich ja mal umschauen hier, ne? Na gut, dann gehen wir zur Kirche, nehme ich an, ne? Gehen wir zur Kirche, ne? Unsere Ave Maria da ablegen und ja. Kirche, ich weiß, bin dir schon voraus. Okay. Geh du von der anderen Seite rein, wenn wir auf Widerstand treffen. Ist ich so in der Zange. Was meinst du mit andere Seite? Da oben. Nein. Warum meinst du wohl, ne? Aha. Toll, aber ruhig. Ganz ruhig, Torge, ganz ruhig. Ich bin so ganz Zeit mein Ohr. Okay, weiß, wenn ich bin in der anderen Seite gekommen wäre. Macht irgendwie gar keinen Unterschied, ne? So. Ja, ich war zu Hause. Irgendjemand, ich dachte, wir sind böse Männer. Der Mann verreckt hier. Wir brauchen einen Heiler. Maul halten da drin. Ja. Du bist spät. Mach Platz. Wer bist du denn? Clive! Dachte, du kommst nicht mehr. Du lebst ja noch, Gav. Gerade so. Mich um die Leute hier gekümmert, aber... Du hast tatsächlich geschrien. Alles gut, er gehört zu mir. Ah ja. Sind das alle? Nein, es waren noch mehr. Hätte ich auch geschrien, wenn ich den zuerst gefunden hätte. War ein Dominus dabei. Kann sein. Ihm stand's nicht auf der Stirn geschrieben. Sah er wichtig aus, wie ein Hauptcharakter. Clive, ihm nach. Schau einfach nur dahin, so. Oh, nee.
Na, warte, komm du zurück, ey. Nein. Lass mal kurz mit dir hier reden, okay? Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich schwöre es dir. Torga, bist du hinter mir? Okay. Du. Jetzt sehe ich den leicht einfach nur wieder in so einer riesigen Glocke so am Bimmeln ist. So. Hallo. Neues von den Spähern. Noch nicht, Melody. Doch wir haben seine Begleiterin. Also wird der Dominus sich der nächste Boss sein. Sehr gut. Und die Träger? Sie sind bereits auf dem Weg nach Caen-Norvan. Vielleicht brauchen wir sie noch, falls uns der Dominus entwischt. Alles unter Kontrolle. Sie werden nicht zu Schaden kommen. Ihr habt mein Wort. Meine Herren, zum Wohl. Stoßen wir an. Danke. Trinken wir auf die Herren des Winds und den König. Den Fussel trinkt man hier? Tja, das erklärt zumindest ihren faulen Atem. Lady Benedicta, Kaiserliche! Und statt sie umzubringen, führst du die Ratten direkt zu uns? Gnade! Man, die muss eine echt gute Chefin sein, ne? Ein kaiserlicher Träger. Gut, hatte schon Langeweile. Wie ist auch ein Dominus, ne? Aber wetten. Du. Zu beschwören. Sag mir nichts. Schirada ist noch. Eins ist jedenfalls sicher. Seth schuldet mir eine Erklärung. Autsch. Hilf mir. Ja, Schirada ist jetzt nicht wirklich ein bekannter Name. Sagt mir jetzt nichts. Gab bestimmt mal irgendwann ein Monster irgendwie so mit den Namen, würde ich jetzt verraten, aber ist kein Morbul oder was weiß ich, so ein bekannter Monstername. Vielleicht zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Was ist das? Brauchst du Feuer? Oh, oh. Ah. Gott sei Dank. Gar nicht so schwierig. Irgendwas sagt mir jetzt. Was sagt mir aber, das war es danach noch nicht, ne? Weil die hat sich aus dem Kampffeld hier irgendwie bewegt, ne? Die kommt da bestimmt gleich hier ein Joint hier, oder? Wird die zweite Phase sein oder irgendwie sowas, ne? Was ist das? Nein, ich habe angegriffen und bin in die Reichweite von dem Ding reingelaufen. Okay, das war einfach. Schirada bezwungen. Okay, da war einfach. Ja, Leon ist Clay, krass. Das ist nicht schlecht.
nicht mal so schlecht für einen Träger. Clive! Clive! Was für eine Überraschung. Die Drecksarbeit überlässt du immer noch deinen Schützlingen. Du hast dich damals nicht beschwert, Benedikta. Sag, Sidolphus, sei ehrlich, warum hast du dein Königreich verraten? Ich sagte doch, ja, irgendwie. Das war eine Frage, Herr Kommandant. Warum? Ich hatte einfach genug von dir und deinem König. Was willst du denn hier? Das sind meine Träger. Was hast du vor? Das geht dich doch nichts an. Lady Benedikta! Wir haben den Dominus gefasst! Ach, nie hat man seine Ruhe. Unser Dominus? Und weg ist sie. Hat sie gesagt, wo sie hin will? Nein. Dann zurück nach Kielbrück. Vielleicht weiß dort jemand mehr. Wir können sie doch nicht... Überlassen wir das unserem Gav. Der Kerl hat einen Riecher für sowas. Glaub mir. Oh, jetzt können wir uns wahrscheinlich jetzt umschauen, ne? Also, es ging nicht um die Träger, ja? Sie wollten einen Dominus? Richtig, ja. Sie dachten, wir verstecken ihn. Wer holt sich denn freiwillig so ein Monster ins eigene Haus? Nicht für ungut. Es hat eine Kind der Dominus gewesen. Sie die Träger zusammengetrieben. Und die anderen dann auch gleich alle. Ganz schön rohe Gesellen. Haben sich wohl erhofft, dass jemand. Das Kind war bestimmt der Dominus, ne? Pass auf. Ja, ja, genau. Es wäre nicht so weit gekommen, wenn ihr meiner Einladung gefolgt wärt. Ja, da hast du wohl recht, aber wir haben leider keine Wahl. Unsere Heimat ist hier. Das heißt nicht, dass wir dir nicht helfen. Und darauf trinke ich ein. Oh, treibe die Kund von Prinz Dion ins Land. Hat Dutzende Drachen gezähmt und gebannt. Jahrhunderte Scharen führt er an der Hand und tausende Feinde sind rasch übermannt. Er fährt aus dem Himmel und jetzt Gitarren-Solo. Oder lauten Solo. Hör zu, Clive. Hör zu, Clive! Zurückbringen. Niemals. Ist das hier die zweite... Das hier Hop 2.0. Ein Feuerdominus hat meinen Bruder vor mir ermordet. Und ich konnte nichts tun. Aber jetzt kann ich es. Ich kann den Schuldigen dafür umbringen. Und mein Bruder in Frieden ruhen. Und danach ist mir alles egal. Schicksal. Du willst dich deinem also fügen. Ja, vielleicht ist es ja Schicksal, dass du dich dein Schicksal fügst. Was wiederum bedeutet, du tust dein Schicksal nicht fügen. Schicksal ist ein bescheuertes Konzept. Ich sag's immer wieder. Währenddessen tausende von Meilen entfernt. Kernorwell. Zeigt uns ihr Wahr.
wahres Gesicht. Eine Handvoll stümperhafter Gauner und Feiglinge, die sich hinter steinernen Mauern verstecken müssen. Gut, Bahamut mag hunderte Heerscharen führen. Doch verteidigt er vielleicht ein Kartenhaus, das beim kleinsten Windstoß in sich zusammenfällt? Willst du mir sagen, warum du dich nicht wehrst? Du besitzt die Kraft, Götter zu bezwingen. Deine Flammen haben den Phönix vernichtet. Doch du kämpfst nicht. Du fliehst nicht. Du leugnest deine Gabe. Vielleicht bist du abgelenkt. Mein Angebot steht noch. Schließ dich uns an und du erhältst den Respekt, der unsereins zusteht. Lord Margrave, nicht! Ich gebe dir etwas Zeit zu überlegen. Sei nett zu ihnen, ja? Alles klar. Schon wieder einen bekannten Namen gehört, Bahamut. Meisten Final Fantasy, stärkste Beschwörung. Oder einer der stärksten. Gerf ist da. Also ich habe verstanden, dass ist Bahamut irgendwie ein König hier? Oder ist irgendwie ein Herrscher der Dominus vom Bahamut? Eine der Festungen des Kaiserreichs. Bahamut ist normalerweise nicht ein Element. Nicht fest genug für die Valuta. Außer Wind, könnte Wind sein. Weil er halt ein Drache ist, der fliegt, aber Bahamut ist normalerweise elementneutral. Das heißt, die Gefangenen wird sie an kurz alleine halten. Wie auch den Dominus. Ja, wir beide suchen uns einen Weg rein und drin spüren wir sie auf. Und was mache ich? Gute Frage, Gav. Du wartest vor dem Care und siehst zu, dass die Träger wegkommen. Wie langweilig. Kann er das nicht machen? Clive hat nicht einen Riecher. Im Dunkeln stolpert er doch eine Klippe runter. Komm schon, Gav. Du bist der Mann dafür. Tja, wenn du es so sagst. Dann gehe ich am besten schon mal vor und sehe mich gut um. Wehe, du lässt ihn hängen. Schon klar. Also, geht's los? Nicht so schnell. Wir warten bis morgen. Aber warum denn das? Wenn wir jetzt schon gehen, kommen wir genau an, wenn's dämmert. Willst du mit den Wachen dort frühstücken? Denk nach, Clive. Die sind noch nicht lange da. Wir müssen nichts überstürzen. Das ist unsere einzige Chance. Die wollen wir nicht vertun. Oder? Nein. Na gut. Da muss ich wohl etwas Zeit totschlagen, ne? Im Schatten der Nacht. In the Dark of the Night. Im Verlauf der Geschichte werden immer wieder neue Gegenstände in Sharons Bütchen sowie neue Schmiedebaupläne im blühenden Amboss verfügbar. Jetzt, wo das geklärt ist, will ich dir jemand vorstellen. Um die Zeit? Ihm gehört die Taverne. Wenn er gute Laune hat, lässt er uns über Nacht bleiben. Ich muss nicht einfach irgendwo hinlegen. Geht, ah. Was kann ich heute für dich tun? Wolfschärpe.
Ich habe schon bessere Sachen, weil ich die hochgelevelt habe. Notenrelle. Was? Also wir stehen auf das hässlich eingetragen, der führt den Orki sein Versteck an 40.000. Schönen Tag. Ja, halba. Oder? Du bist der, der Mama gerettet hat. Danke. Ah, du bist ja. Du bist auch Geld. Ah, wo ist hier? Ach, da unten. So, ach, geht nicht weiter. Okay. Okay, ja, aber schauen, tun wir gleich mal. Oder Charon. Tun wir gleich mal vorbeischauen, aber erstmal gehen wir hier hin. Quinten, mein Bester, wir würden gern bei dir übernachten. Das dachte ich mir. Wo hast du den gefunden? Den hier? Die Geschichte glaubst du mir eh nicht. Quinten hier ist ein alter Freund und steht im Grunde auf unserer Seite. Ach, wirklich? Also weiß er auch von eurem Versteck. Wer hätte gedacht, dass es so viele gibt, die Trägern helfen wollen? Soweit ich weiß, landet man für sowas schnell auf dem Schafott. Der Gefahr bin ich mir bewusst. Doch sie zahlt sich für mich aus. Und was könnte sich mehr lohnen als ein eigener Dominus des Feuers? Ein Dominus? Nein. Einen Dominus habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich nicht. Nein, aber in Kielbrück bleibt nichts verborgen. Nicht einmal ein kleines Brandmal. So etwas bemerkt man hier sofort. Und wie ein herumschnüffelnder Träger behandelt wird, kannst du dir sicher selbst denken. Dein Blick verrät, dass du fürchtest, auf taube Ohren zu stoßen. Wie so oft, seit dem Tag, an dem du gebrandmarkt wurdest. Kopf hoch. Ich habe nämlich eine Lösung für dein Problem. Kleiner Freundschaftsdienst für Sid. Für dich. Du wirst erstaunt sein, wie schnell du die Leute damit zum Reden bringst. Du hast den Gehängten. Mögen die Mütter dich segnen. Ich habe einen Gehängten bekommen. Auch wenn wir in San Breck sind. Warum ist das erste, was ich gedacht habe, was er mir gibt, eine Magnum? Ja, nimm das. Damit kannst du, das willst du Leute sehr schnell zum Reden bringen. Quinten hat dir eine Magnum gegeben. Weiß, was das Siegel bedeutet und was passiert, wenn man nicht spurt. Wir können hier sitzen und Däumchen drehen oder mit deinem neuen Geschenk den Dominus finden. Denk nach. Mal sehen, ob das Siegel wirklich was bringt. Ich habe gerade einen. Gib mir mal unseres Klerikers Gegenstände. Ich muss mal ganz gucken, was das überhaupt ist. Der Gehängte. Den erkennt man als Verbündeten des Quinten. Von Quinten, der von Korn hat. Was ist das? Habe ich neue Fertigkeiten oder irgendwie sowas? Nö. Wird schon wichtig sein für irgendwas, ne? Ist hier eigentlich noch irgendwas? Sind hier nicht noch Monster eigentlich? Letztens sind wir hier rumgelaufen, da war ein Monster. Hey, was ist denn hier? Der Weintunnel. Tun da die Leute weinen? Dann sammeln wir mal Informationen von den Dorfbewohnern. Mal, was die ja dazu sagen haben. Sir und Sir, Irin. Was kann ich für dich tun? Einen Gehängten?
verschwinden muss dich für was Besonderes halten. Aber du hast ja auch schon geholfen. Und diese Mistkerle erledigt. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre ich jetzt unterwegs nach Ashra. Wie die anderen. Die armen Schweine. Bei den anderen war da ein Dominus dabei. Ein Dominus des Feuers. Einer von ihnen, ja. Zumindest haben das die Valuta geglaubt. War ein ziemlich schmächtiger Kerl. Sah mit seiner langen Robe fast aus wie ein grigorischer Mönch. Weißt du sonst noch irgendwas über ihn? Nur, dass er nicht alleine war. Eine junge Frau folgte ihm wie sein Schatten. Auch in der Kirche. Aber die Valuta haben die beiden weggebracht, bevor ihr gekommen seid. Verstehe. Danke. Okay. Also das Spiel scheint halt irgendwie so... Scheint uns irgendwie so, weiß nicht, in Glauben zu lassen, dass... Ist da wirklich jemand anders war, der sich in Ifrit verwandelt hat, ne? Ich meine, das Spiel nennt es die erstmal des Feuers, der aber es ist Ifrit. Es ist ganz offensichtlich Ifrit, ne? Und ich bin mir aber ziemlich sicher, Clive ist Ifrit, ne? Er hat sich verwandelt, ne? Hat Quintin dich etwa unter die Fittiche genommen? Und ich dachte, du wärst Sids neuer Schützling. Aber das Spiel scheint halt irgendwie so drehen zu wollen, im Sinne von, hör mal, der eine, diese gerobte Person ist Ifrit. Dann dank ihm bitte. Von uns allen. Und da weiß man jetzt schon wieder nicht so, wie kann ich dir helfen? Was man glauben soll. Ne? Das erinnert mich dann irgendwie, wie damals an Naruto. Als Tobi sich als Madara ausgegeben hat, ne? Mit Feuerkräften erinnere ich mich, ja. Obwohl es die ganze Zeit voll offensichtlich war, wer Tobi war, ne? Aber man hatte sich selbst Madara gehabt. Dann denkt man sich so, ach, dann ist halt also Madara, ne? Aber dann hat sich der echte Madara gezeigt und dann heißt es wieder, was? Wer ist denn dann der Typ in der Maske? Einer der anderen Träger vielleicht schon. Danke. Da werde ich Naruto nie verzeihen. Hätte mich so ausgetrickst haben. Und ich war auch am Anfang an, seit Anfang an irgendwie wusste ich, wer Tobi war, ne? Weil die Serie irgendwie diesen Fake-Out gemacht hat, ne, habe ich wieder meine Meinung geändert, ne? Und ja, dann hat sich doch rausgestellt, als ich recht hatte, ne? Was kann ich nicht mehr sagen, ne? Weil ich irgendwann meine Meinung geändert habe. Und dann kotzt mich an. Ich habe gesagt, für dieses Spiel macht irgendwie genau gleich. Soll ich mal in den Beinkeller da reingehen, ne? Wenn ich den finde, der ist nicht hier. Ich nehme mal an, wir gehen automatisch zu den hin irgendwann, ne? Aber weiß man ja fertig. Bei dem düsteren Blick ahne ich nichts Gutes. Übrigens war nicht aufgepasst, was der letzte Typ gesagt hat. Gut. Ein dubioser Mann in der Robe und seine mysteriöse Begleiterin. Viel ist das nicht. Doch. Doch. Ich habe nachgedacht. Wenn das wirklich ein Dominus ist, warum fackelt er die Valuta dann nicht ab? Er hält seine Kräfte zurück. Und ich denke, das ist wegen seiner Begleiterin. Wie kommst du denn darauf? Ein Dorfbewohner meinte, die beiden seien getrennt worden. Wenn die Valuta die Frau haben, wird der Dominus nichts tun, was sie in Gefahr bringen könnte. Wer er auch ist, er handelt mit Sinn und Verstand. Noch dazu achtsam, er will nicht gefunden werden. Könnte Ärger bedeuten. Für uns und die Valuta. Ja, aber was ist überhaupt der Sinn, den gefangen zu halten? Haben die nicht Angst, dass er sich die ganze Zeit verwandelt? Magen lässt sich Ärger noch schwerer verdauen. Und die alle abfackelt? Sicher schon zwei kuschelige Betten. Gehen wir. Deswegen glaube ich, diese eine Lady ist auch ein Dominus, ne? Damit die sich irgendwie, weiß ich nicht, mit den Glocken kann, ne? Deswegen hat die keine Angst oder so oder irgendwie so was, nehme ich an, ne? Also das ist eine ziemlich blöde Idee, ne? Irgendwie zu provozieren. Na, wo sind die Betten? Betten? Du hast lediglich davon gesprochen, bei mir übernachten zu wollen.
Dafür sind die Holzdielen sicher weich genug. Weicher als ein nasser Felsbrocken, Herr. Ich würde sagen, im ganzen Dorf gibt es ja keine Betten. Für deinen nächsten Besuch bei uns poliere ich schon mal den Boden. Den Dank kannst du dir sparen. Ich mache das nicht aus Nächstenliebe. Was du nicht sagst. Im Gegenzug für meine Hilfe werdet ihr mir etwas zur Hand gehen. Alter, ich habe gerade das Dorf gehört. Ich wusste genau, dass irgendwie ein Gefallen noch kommt. Im Süden mit einer Barrikade versperrt und bei ihrem Abzug stehen gelassen. Vor eurer Weiterreise ist sie weg, klar? Zu Befehl. Alter, ich habe wortwörtlich das Dorf gerade gerettet. Ich wusste genau, dass der noch mit irgendeinem Gefallen kommt, damit wir erst übernachten können. Ne? Ich wusste das schon. Am nächsten Abend. Hat länger gedauert als erwartet. War wohl deine erste Barrikade, was? Eine Frage der Übung, keine Sorge. Sicher. Wenn wir jetzt aufbrechen, sind wir bei Dämmerung am Kehr. Oder willst du lieber warten? Genug gewartet. Also nach Süden. Es sei denn, ich kenne noch eine Abkürzung. Hättest du gerne, hä? Immer so blumige Konversation, die beiden. Ja, kann sein. Geht's dir gut? Ja, kann sein. Ich bin so edgy. Dagegen sieht Cloud nur aus wie ein Sonnenschein. So, wie kommt man da in den Weinkeller? Da oben gibt's. Ich will da hin. Aber warte mal, hier sehe ich gerade, ne? Das ist hier so blockiert, ne? Dann hier wahrscheinlich so runter, ne? Ja, da ist eine Brücke. Ich war gerade da oben, aber ich gucke mal nach. Das sieht irgendwie so aus, als könnte man so da durch, ne? Ja, anscheinend nicht. Wo ist denn das dann? Das ist ja im Untergrund, ne? Lass mich da mal abchecken. Bevor wir weitergehen, okay. Meine Kinder, noch die Hymnen der Gwigor. Gibt es Hoffnung für uns alle? Sucht Halt in eurem Glauben und die gnädige Gwigor wird euch erretten. Und wer ist diese Gwigor? So, ich weiß nicht, wo hier dieses Ding ist, wo man da hingehen kann, ne? Aber irgendwie am Weg geben, dahin zu kommen, oder bin ich jetzt ja, komm mal hier. Man muss ja mal nachschauen, ne? Geheimnisse der Vinifikation. Irgendwas mit Holz und Kastanien habe ich gelesen. Hier unten gibt es nur Staub und Spinnweben. Oder willst du mir helfen? Aber natürlich. Ja, ich kann auch hier durch. Wir müssen ja dann. Was? Was ich hier schon wieder gefunden habe, ne? Ach nee, er war vorhin halt, wo wir den Boss bekämpft haben. Ah. Na, ja, kommen wir ja trotzdem mal vorbeischauen. Ne? Vielleicht ist ja jetzt hier ein neues Monster oder irgendwie so, ne? Nein. Na gut. Hey, ein Triforce. Na gut, da gehen wir mal. Kann ich mich hier hin teleportieren? Ja, ne? Gut, dann gehen wir mal weiter, ne? Ich nehme an, wir kommen irgendwann mal hier wieder auf die Weltkarte, ne? Sobald wir auf der Weltkarte sind,
Gehe ich nochmal zurück zum Versteck. Guck mal, was es da so zum Kaufen gibt. Wo kann ich nicht hier? Ich wollte eigentlich auf der Weltkarte gucken. Ob man da irgendwie... Ah, guck mal hier. Keine Aufträge verfügbar. Okay. Na gut, bin ich ja richtig. Ja, ne. Und hier gibt es keine Quests, ne? Also bevor ich hier abhaue, ne, muss ich ja nachschauen. Sonst rege ich mich auf, dass ich irgendwann verpasst habe, ne? Komm zurück, mein Schatz. Noch eine Nacht ohne dich ertrage ich nicht. Okay. Führt über Lubers Forstweg geradewegs nach Kernovon. Sag bloß, da willst du hin. Oh ja, da bin ich sowas von hin. Die Valuta werden sicher rings um Wachposten aufgestellt haben, um Bösen. Jetzt schon direkt im nächsten Dungeon. Oh. Oh ja, guck mal hier. Überraschungen vorzubeugen. Hätte ich zumindest. Tja, du musst es wissen. Ich meine, der letzte Kampf lief relativ einfach, von daher glaube ich nicht, dass wir irgendwie neue Ausrüstung oder irgendwie sowas brauchen, ne? Mal schauen. Falls ja bei so ein Schnellreisepunkt oder so auftaucht, dann nehme ich den gerne, ne? Dogge. Ja. Normalen Kämpfe sind ja echt das einfachste überhaupt, ne? Sobald die Bosse kommen, ne? Also anstatt hier irgendwie alles irgendwie so schwierig zu machen, ne? Im Gegenteil von Stranger of Paradise. Warum eine feste, also nicht das Gegenteil, aber das gesamte Spiel war eigentlich relativ hart. Führt was im Schilde. Der König trägt auf jeden Fall seine Handschrift. Und er hat sogar seine besten Leute hergeschickt. Da steckt noch etwas dahinter. Ich weiß nicht, ob ich da gezündet habe. Normalerweise zünde ich immer erst meine Hand an, wenn ich Gegner sehe. Muttercrab. Was ist denn das? Nichts. Ah. Oh, da hinten sehe ich Leute. Noch Cutscene. Ich schieße einfach mal. Genau wie Lady Benedicta sagt. Nix da. Zack. Steig da rein. Los, ich aufstehen. Cool. Nein, ich bin schon wieder. Oh, nice. Der war cool. Ich richte hier aus, ihr habt's versucht. Okay. Ja, also. Normalen Gegner sind echt der einfachste überhaupt, ne? War doch Kanonenfutter. Kernovon. Wow. Ja, auch schon ohne die Valuta.
furchtgebietend. Mir egal, dort ist der Dominus. Ist mir egal, ich will nur töten. Bin absoluter Sonnenschein. Na, Pflanzen. So, ich muss das. Nein, daneben. Zack. Den mache ich in Salat. Diese Flamme auch schon aufgerüstet, ja, ne? Warte mal, eine gerade. Ich habe da so andere angefangen. Ja, genau, X und Viereck, ne? Ah, guck mal hier. Dann im Spring X und Viereck, genau. Stimmt, habe ich ja auch noch den Angriff. Mir gerade so eingefallen. Sollte vielleicht mal einsetzen, ne? Venora, was habe ich getriggert? Ich bin ja eigentlich mehr der Mann fürs Grobe, aber ich fürchte, dieses Vorhaben verlangt Finesse. Die Kanalisation mündet in den Fluss. Unter der Brücke kommen wir in die Festung. Sid. Du weißt, warum ich hier bin. Aber was ist mit dir? Du riskierst dein Leben für eine Handvoll Träger. Wenn die falschen Leute ihr Eigentum bedroht sehen. Du hast es noch nicht kapiert. Mir geht's nicht nur um Domini und Träger, sondern um alle. Was ich will, ist, dass nicht mehr zählt, was du bist. Sondern wer? Aber unsere Welt ist noch nicht bereit dafür. Und bis sie das ist, muss ich den Leuten zeigen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Ja, mir habe ich das Gefühl, Sid wird irgendwann sterben. Also so ein Märtyrer-Tod oder irgendwie sowas, ne? Ist irgendwie hier wie Dings hier wieder eine Charakter aus Gurren Lagann, ja. So ein Typ, so ein Charakter, der immer mit glorreichem Beispiel hervorgeht, ne? Sag, diese Benedikta, du kennst sie? Das ist eine sehr lange Geschichte. Unterschätze sie nicht, Clive. Einem Kampf mit ihrer Espa wollen wir aus dem Weg gehen. Garuda. Herrin des Garuda, Fels. Genau. Clive. Hm? Hier ist auch die Espa aus dem Final Fantasy 15. Ist jetzt aber auch nicht so eine, weiß nicht, so sehr geläufige Espa, so wie Ifrit oder Ramu oder Shiva, finde ich jetzt so. Okay, ich dachte eigentlich, da gab es noch ein paar Sachen zu erkunden. So, Aufträge. Wir können ja noch mal ins Versteck zurückgehen, ne? Und dann können wir noch mal da reingehen und weiter gucken, was es dann auch so gibt, ne? Da guck mal, wie schnell das hier alles geht, ne? So. Ich kann neue Sachen kaufen und neue Sachen erstellen. Ich will Geld ausgeben. So, habe ich alles schon. Wolfschippe habe ich alles schon. Ich nehme an, wenn ich die kaufe und aufrüste, sind die dann stärker, ne? Aber war's das schon? Komm mal hier. Nicht, dass ich beschäftigt bin. Und was darf sein? Würde mal ein bisschen freundlicher mit mir sein, ja. Plus 10 Angriffskraft und so. Was das? Hey. Gut.
Ich mag Klamotten upgraden in Rollenspielen nicht so. Aber man kann sich irgendwie nie entscheiden, so soll man jetzt irgendwie die Waffe upgraden oder soll man einfach warten, bis man was Stärkeres bekommt. Das ist immer so dämlich gemacht, finde ich. Na, warum sollte man seine Sachen upgraden, wenn man irgendwie Kernorwend, eine alte Festung mit dem Kaiserreich früher als strategischer Stützpunkt diente. Weil du willst sie nur noch zur Ausbildung zu neuen Rekruten für neue Rekruten benutzt. Ja, warum sollte man irgendwie Sachen upgraden, wenn man irgendwann bessere Waffen bekommt, ne? Ich finde das doof gemacht. Ich finde das doof, dass irgendwie jedes moderne Rollenspiel heute hat. Ich habe lieber feste Klamotten mit festen Werten und so. Das ist das Einzige, was ich bei der Tales of Serie nicht leiden kann. Alle Ausrüstungsklamotten immer bunt zusammengewürfelte Sachen haben. Ich glaube, Tales of Arise hatte das nicht, ne? Talan ist gefallen. Die östlichen Gebiete gehören damit den Orks. Meine Truppen sind marschbereit. Nicht nötig. Und die Minen? Ohne Adamantit war... Die Fäule hat die Minen schon fast verschlungen. Zudem hast du bereits Befehle. Ja, mein Herr. Der Äther, unsere Quelle des Lebens, versiegt. Und so fällt die Welt jeden Tag tiefer in Dunkelheit. Die Ränder zerfallen und das Volk strömt zu den Mutterkristallen, um ihren Segen zu erbitten. Der Krieg, der um diesen Segen gefochten wird, er zerstört uns von innen. Führt uns auf den Weg der Vernichtung. Also tut ihr, was ihr müsst. Ich vereine die Domini, damit die Feuer des Krieges erlöschen und die Knospen einer neuen Ordnung aus der Asche keimen. Die Welt muss erneuert werden, und zwar durch meine Hand. Ohne Sidolfus' Verrat wäre es euch schon gelungen. Dir immer noch nach ihm? Nein, natürlich nicht, mein Herr. Ich will euch, nur euch allein. Was mit dem einen Typen? Erinnerst du dich an deine erste Ankunft hier im Schloss? Deine blasse Hand in der seinen, fest an dich gedrückt. Schon sehr lange her. Eure ist die einzige Hand. Also Zit auch. Auf alle Zeit. Aber bald, mein Herz. Bald weiß die ganze Welt, wessen Hand sie vor dem tiefen Fall in die Dunkelheit auffangen wird. Ich gehöre euch. Lasst mich nie los. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die beiden waren nackt. Ne? Ich wollte es euch nur sagen. Keine Meldung von einem der Wachposten, Milady. Euer Befehl? Zieh die Männer hinter die Mauern, Gerolf. Also ist er hier. Wir locken Sid und seinen Schützling in die Kapelle. Ich werde sie dort empfangen. Jetzt tauchst du hier also auf. Alles ruhig. Na dann mal los. Gegenwind. Ich frage mich, von wem der Wind kommen wird. Das ist ja ein nützlicher Trick. Musst du mir mal irgendwann beibringen. Ja, ich habe meinen kleinen toten Bruder gelernt. Okay.
Also gut, ja, also die Lady scheint ein bisschen herumzukommen, ne? Die hat mit jedem rumgemacht. Beginnen wir im Verlies. Warte mal, hat die nur mit S-Bahn rumgemacht? Wenn der eine Typ Titan ist, ne? Sid ist Ramo, ne? Und der eine Typ ist, glaube ich, auch irgendwie in der S-Bahn, ne? Ist der Typ irgendwie Barmut oder so? Wenn ich da verstanden habe. Ja, die kommt ganz schön herum, ne? Die Lady. Die Zellen sind leer. Und willst du jetzt aufgeben? Ich habe meine Erkundungsbemühungen. Seht das Tor. Ja, okay. Ich pack mit an. Ich bitte darum. Ja, der Widerstand. Tust du nur so, als ob du hebst? Ja, der Widerstand ist deutlich höher. Los, geh durchgreifen. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die machen halt so, dass der Widerstand irgendwie erhöht wird, wenn ich den Schulterknopf drücke bei solchen Events. Und ich glaube, die tun irgendwie dagegen vibrieren oder so. Ich weiß nicht, wie das Spiel macht. Nein. Komm her, komm her, komm her, komm her. Und ganz doll dich. Diese Sterne, die ich hier ganz abkommen, weil er lebt noch, da lebt noch, da lebt noch, da lebt noch, da lebt noch. So, wohin jetzt? Welche Bewertung für meine Kämpfe? Wer kann das Spiel eigentlich noch wagen? Wir haben ja schon wieder Final Fantasy 13 und da macht mich stinkig. Dunkel, ich sehe ja nichts. Ein Fenster tut's auch. So ein Angeber. Die Gespräche zwischen den beiden, ne? Nun, die Kaiserlichen hätten wir gefunden. Zumindest was von ihnen. Jetzt hätte ich auch nicht schon wieder so eine Karte, ne? Damit ich irgendwie weiß, wo ist eine Sackgasse, wo ist die Story. Ich nehme mal das gewollt von dem Spiel, ne? So kann man doch selber herausfinden, wo du hin musst. So, Heiltrank. Ich glaube, ich habe noch gar keine AP verloren. Und dann da oben hin. Ah, ich habe das Gefühl, da oben schon wieder richtig gewesen, ne? Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich könnte auch den ja machen, ne? Machen wir mal. Okay, er sagt da lang. Na gut. Dann gehen wir hier lang. Als erstes. Aber ich finde, das sieht schon irgendwie richtig aus hier. Mist. Sie sind überall.
Kann ich da runter? Wenn ich hier runtergehe, komme ich nicht mehr zurück, ne? Ah. Na gut, wo geht's denn dann da hinten lang? Man muss ja alle Sachen hier mal kurz erkunden, ne? Ich meine, wenn wir da oben hingehen, dann weiß ich nicht, tun wir die aus dem Weg gehen. Wir sind auch Leute. Was? Weil hatten jetzt bitte schön der richtige Ort. Oh. Donk. Was ist das? Und du. Und du. Und du. Ich glaube, man hier so viel rumarbeiten kann. Ja, weil wir hatten jetzt bitte schon der richtige Ort, wo wir hin müssen. Finden dann der andere Ort hin. Würde mich gerade maximal verwirren. Donk. Oh, ich hab's drin. Wäre mir in diesem Spiel nicht gefallen, ne? So, Alter, ich bin jetzt verwirrt. Ich gehe noch mal den ganzen Weg zurück, ne? Oh, ich muss da wissen, was ist denn dieser andere Ort, ne? Vielleicht wartet da irgendwie eine geile Waffe oder so auf mich, ne? Okay. Ja, mal herausfinden, gibt es ja Fallschaden, ne? In dem Spiel würde ich mir halt nicht so vorstellen. Was geht, ne? Oh, was machst du denn da? Au! Boah. Nein, was machst du da? Liegen bleiben. Jetzt bin ich mal tot. Warte, du brennst dich. Ich mach dich wieder aus, keine Sorge, Alter. Okay, cool. Ja, macht schon Spaß, das Kampfsystem. Ganz schön herumalbern hier in dem Spiel. Blutige Haut. So, wo bin ich hier? Ich bin wahrscheinlich jetzt hier den gleichen Weg gegangen, ne? Und dort von der anderen Seite. Ne, hier bin ich gerade gewesen, ne? Hier müsste irgendwo eine Schatztruhe sein, da war die Schatztruhe, ja. Habe ich mir irgendwie schon gedacht, ne? Aber man muss es ja abgehen, ja, ne? Wupp. Willkommen zurück, Herr Kommandant. Und wer bist du? Da ist schon wieder so einer. Oh. Warte mal, da war der Boss im letzten Abschnitt.
Au! Aber kann ich da die Tür öffnen? Im Kampf? Beiß ihn. Fall ihn an. Was ist das? Kannst du auch irgendwelche... Aua. Kannst du auch irgendwelche Dingens hier? Quicktime-Events? Ja, diesmal bin ich ausgewichen. Bei den ganzen Special Effects, die ich hier sehe, da kann ich gar nicht sehen, wann der irgendwie den Angriff übergeht. Kann mich nicht erinnern, hat Zit da auch schon irgendwie seine Blitzkräfte eingesetzt beim letzten Mal, wir gegen so eingekämpft haben. Ja, ne. Und da war er tot. So. Kam ich von hier? Ja, ne. Genau deswegen braucht er dann hier ohne Karte, sonst rennt er hier die ganze Zeit durch die Gegend, ohne zu wissen, wo er hin muss, ne? Ne, von hier kam ich. Ne? Ja, hier ist die Truhe, mein Gott. Wenn dann der andere Weg schon hier hin. Ist gar nichts. Dann hier eine Tür hin machen. Ach, hier sind wir wieder. Boah. Warte, mich jetzt schreckt. So, ich weiß, wir sind schon ein bisschen über eine Stunde, aber ich versuche irgendwie so einen guten Punkt zu finden für den Schnitt. Du hast nie halbe Sachen gemacht, oder, Benedikta? Die Festung wurde geradezu überrollt. So. Gunst des Feuers, Feuerwebel. Hallo? Was war das? Fertigkeit? Eine von denen Angriffen würde ich ja mal gerne hochleveln. Federwirbel, nicht Feuerwirbel. Wir den Schaden von Federwirbel um 8%. Ja, Angriffswert, Verteidigung, immer den, ja. Federwirbel, das ist der auf Dreieck, ne? Glaube ich. Ja. Na gut. Na, komm mal. Heiltrank? Nein, Reißzahn. Immer dieses Gehirne. Hinterher. Hergeblieben. Ah, die lockt mich da so was von in der Falle oder so. Gut geschützt. Wenn sich ein Gegner verteidigt, bringt es nicht für ihn von vorne zu greifen. Okay. Mit Gewalt. Schreiten, beispielsweise Phoenix Lohn schwingen, können die gegnerische Fallen auch direkt von vorne. Wo ich gerade getrennt von sind. Zack. Zack. Na, der lebte doch. Aha, mein Federwirbel ist jetzt stärker. Macht er dagegen, ne? So, wer ist denn jetzt hier am Verteidigen? Ist irgendjemand am Verteidigen? Das hätte mir jetzt nicht gerade dieses Tutorial gegeben. Bist du am Verteidigen?
Oder du? Oder du? Ah. Oh Gott. Klatsch. Boah, alle mit einem Schlag fast weg. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer hier irgendwie am Verteidigen war oder so, ne? Aua. Au! Sack! Ja, ich glaube, dass du das gerade gemacht hast. Lalalalatsch. Ah, oh, ich hab ja. Bist du am Verteidigen? Warte, ich habe dich angezündet. Ich mach dich wieder aus. Sehr cool. Okay. Kommt alles zu mir. Ja, okay. Gut, ich würde sagen, das ist ein guter Punkt. Ne? So 11 Minuten nach einer Stunde, weil nicht. Ich habe das Gefühl, am Ende von diesem Gebiet hier werden wir hier. Benedikta, ne? Treffen und bekämpfen, ne? Aber ich würde sagen, für diese Folge war es dann, ne? Kann ich irgendwas hier leveln? Phoenixflug, den würde ich auch gerne hochleveln. Ich kann auch Sachen vergessen, ne? Aber warum sollte ich das machen? Vielleicht um die Priorität von einigen Sachen zu erhöhen, ne? Ich habe eigentlich schon all die Sachen. Ein perfektes Ausweichen wäre bestimmt auch gut, ne? Ich weiß es nicht. Lebensflamme. Oh, das ist nicht schlecht. Hätte ich das schon immer als Ausfall? Ah, guck mal hier. Kann ich auch sehen, was hier das Aufleveln bringt, ne? Gemeister maximal Distanz wird erhöht. Das wäre zum Beispiel cool. Trefferanzahl wird erhöht. Satz. Okay. Gut, aber das war's für diese Folge, ne? Wir machen uns auf. Oh, ich bin voll AP, sehe ich gerade. Weil ich aufgelevelt habe. Krieg ich doch voll AP? Weiß ich nicht. Gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge, ne? Wir werden in der nächsten Folge hier den Rest weitermachen, ne? Und ich wollte gerade die Karte aufrufen, geht aber nicht. Dann werden wir uns wahrscheinlich mit Benedikta kloppen, ne? Würde ich sagen. Oder mit Garuda oder was weiß ich, ne? Und ja. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Kann ich überhaupt speichern? Hier. Sonst bringt das hier alles nichts. Ja, kann ich. Nein. Ja. Guck ich mal das hier an. Wie viele automatische Speicherungen das Spiel macht. Schon krass, ne? Gut. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Like, Abo, Kommentare. Ciao.